Peace Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Und heute wird es um die AirPods Pro gehen. Falsch rum gewesen. Ich werde euch mal mein Fazit zu sagen, ob sich die wirklich lohnen oder ob die normalen einfach reichen. Ob sie schon ausgereift sind oder ob man damit vielleicht auch ein paar Probleme hat, wenn man die kauft. Das ist ja auch die erste Generation. Und kleiner Spoiler, ja, ich hatte ein paar Probleme damit und ich musste sogar in den Apple Store gehen und ich habe neue bekommen. Ja, also, wen es interessiert, der bleibt einfach dran und wir sehen uns nach dem Intro. Bap. Okay Leute, womit fangen wir am besten an? Ich würde sagen, am besten fangen wir mal mit dem Problem an, was ich mit den AirPods Pro hatte. Und zwar war mein Problem mit den Dingern, dass wenn ich sie in Ohr hatte und Musik gehört habe, dass so ein Grundrauschen vorhanden war. Ihr müsst euch jetzt so vorstellen, dass sich das so angehört hat, wie als ihr hättet jetzt eine große Box und da sind auch diese großen Teller. Und ihr hättet die eingedrückt, dann ist auch so ein Grundrauschen. Also der Bass ist nicht mehr so schön sauber, sondern ja, hört sich kaputt an. Ja? Und das hatte ich auch bei den Kopfhörern, aber ich habe natürlich da nichts eingedrückt oder sonstiges, sondern es war meines Erachtens nach, also die bei Apple konnten mir auch nicht genau weiterhelfen, aber sie haben es einfach ausgetauscht. Aber meine Theorie dahinter ist, dass es ein Softwareproblem war. Also die daten sich ja automatisch ab, das heißt, wenn ihr sie am Ladekabel ansteckt, ja, und ihr zu Hause im WLAN oder so drin seid und euer Handy in der Nähe ist, daten die sich einfach ganz nebenbei ab. Und da muss ein Fehler drin gewesen sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Sie sind mir nicht runtergefallen oder sonstiges. Ich habe damit nichts getan, ja. Also was anderes kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber wie dem auch sei, erst war es nur auf der linken Seite, also meines Erachtens nach war es nur auf der linken Seite, ja. Bin ich in den Apple Store gegangen, haben mir auch ganz schnell einen Termin gegeben, alles cool und so. Support ist da bei Apple, ja. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall haben die mir dann den linken ausgetauscht, ja, also den linken Kopfhörer erst nur. Ich habe mich schon gefreut, so dachte, oh ja, endlich wieder das Problem gelöst, geh so nach Hause, musste die Dinger erst wieder neu koppeln, wenn man hier 15 Sekunden lang raufdrückt und sowas alles, dann sollte der andere Kopfhörer sich auch automatisch auch noch updaten, dass er auch die gleiche Firmware hat wie der andere. Lange Geschichte, es hat nicht geholfen, also der Kopfhörer war wieder okay, aber der rechte war noch im Eimer, habe ich irgendwie nicht rausgehört gehabt, ja, zum Anfang. Ich dachte, es wäre nur der linke gewesen, weil der definitiv auch die größere Störung hatte, sag ich mal. Aber der rechte war halt auch davon betroffen. Also musste ich nochmal einen Termin machen und habe auch wieder Zeit nach einem bekommen, alles cool. Auf jeden Fall stand ich dann wieder da im Apple Store und meinte dann, ja, ich habe das gleiche Problem wie letztes Mal auf der linken Seite, jetzt auf der rechten Seite. Wissen Sie, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, dass das jetzt hin und her geschoben wird und dass ich jetzt hier die ganze Zeit immer in den Apple Store rennen muss. Ist zwar cool, dass ihr mir immer wieder neue gibt, aber ich muss meinen ganzen Tag danach planen. Das ist schon ein bisschen ekelhaft so auf Dauer. Und dann meinte er einfach ganz locker so, ja, wir gucken uns die Dinger mal an, bla bla bla. Ich habe ja nichts gemacht, ich war mir, okay, guckt so viel ihr wollt. Und dann haben die sich die halt angeguckt und hat mir einfach gleich zwei neue gegeben gehabt, ja. Also zwei neue Kopfhörer, obwohl der eine ja schon ausgetauscht wurde. Aber, ne, ihr wisst, jetzt habe ich auf einmal zwei neue bekommen. Also sozusagen habe ich zwei neue Kopfhörer, aber das alte Case. Ja, auf jeden Fall bin ich dann wieder nach Hause gefahren und habe die einfach erstmal sich updaten lassen oder auch nicht. Ich weiß es nicht, ob die aus der neuesten Firmware waren oder nicht. Sagen wir mal, sie haben sich geupdatet, ja, und ich habe kein Problem mehr damit. Es muss eine Firmware-Version gewesen sein, die Dinge einfach gecrashed hat. Ja, also falls ihr auch diese Probleme habt, geht einfach in den Apple Store, die tauschen sie euch ohne Probleme auch aus, ja. Außer ihr habt sich natürlich selbst irgendwie runterfallen lassen oder sonstiges, ja. Weil es ist schon echt eklig, dadurch, dass die ja so weit im Ohr drinne sind, also man hört es ja so genau, dass wenn da auch nur das kleinste Geräusch ist, das nervt unglaublich, ja. Und das vor allem für diesen Preis. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer waren die. 260, 280, so in dem Dreh. Dafür dann so ein Geräusch hören zu müssen, nee. Nicht mit mir. Aber Apple war ja da auch sehr kulant und hat mir die einfach zweimal sozusagen ausgetauscht. Von daher, Support von Apple ist da. Okay Leute, so viel zu dieser Reparaturgeschichte. Aber wie ist denn eigentlich mein Fazit allgemein zu diesen Dingern? Lohnen die sich wirklich oder ist es einfach nur Holzabschneiderei oder so? Ja? Also meines Erachtens nach lohnen die Dinger sich unnormal. Vielleicht nicht gerade für den Preis, ja, also da könnten die ruhig schon mal ein bisschen humaner sein, ja. Also ich weiß nicht, was wär sinnvoll. 180 Euro oder so wäre immer noch teuer, aber also ein Hundi könnten die schon günstiger sein. Weil man muss immer noch beachten, dass wenn der Akku mal tot ist, ja, also wenn der Akku nicht mehr funktioniert, kannst du die Dinger einfach wegschmeißen. Und dann hast du einfach 260, 80, ich weiß es nicht, Euro umsonst ausgegeben und kannst sie einfach wegschmeißen. Deswegen, also dafür sollte der Preis nochmal ein bisschen weiter nach unten geschraubt werden. Ja, aber wie gesagt, also sie lohnt sich definitiv, weil dieses Noise Cancelling ist einfach eine Erfahrung, die möchte man auch eigentlich gar nicht mehr missen, ja. Wenn ich jetzt überlege, dass ich eine Zeit lang wieder, wo die ja mich einfach nur genervt haben, wegen diesem Knisterngeräusch im Ohr, auf die normalen Earpods umgestiegen bin, ich habe so gelitten mit Musik, man ist da schon voll verwöhnt davon, ja. Also
dass man die Umgebungsgeräusche nicht mehr hört oder auch die Lautstärke, der Bass. Also alles ist deutlich, deutlich besser als bei diesen normalen Earpods. Und Leute, was soll ich sagen? Ey, dieses Kabel nervt mich nur noch, wirklich. Wenn man einmal diesen Luxus hatte von kabellosen Kopfhörern, da ist es so unglaublich störend, dieses Kabel dann mit sich führen zu müssen. So nervig. Und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit mit dieser Maske, ja, wo man dann die immer abmachen muss, aufmachen muss und man hat da die ganze Zeit diese kabelgebundenen Kopfhörer drin, nervt, nervt, nervt. Unglaublich. Und hiermit fühlt man sich einfach frei. Du kannst da deine Maske aufsetzen, ja, kannst sie wieder abmachen. Alles gar kein Problem. Also, von dem Sound her sind sie einfach genial. Von den Funktionen, die sie haben, sind sie auch sehr genial. Ja, also dieses Noise Cancelling möchte ich auf gar keinen Fall missen. Und auch dieser Transparent-Modus, den die Dinger haben, der ist auch sehr stark. Ist zwar eigentlich ein bisschen unhöflich, die Kopfhörer die ganze Zeit drinnen zu behalten, aber man ist auch irgendwie zu faul, die dann rauszunehmen. Weißt du, man hält einfach kurz gedrückt und ist dann in diesem Transparent-Modus drin. Ich würde mir zwar echt noch wünschen, dass man irgendwie ein geräuschmäßiges Feedback bekommt, auf welcher Stufe man gerade ist, weil jede Stufe hört sich gleich an und du musst erstmal kurz checken, ob das jetzt wirklich die Stufe ist, die du auch haben wolltest. Ja, also wenn man das irgendwie mit einem bestimmten Ton oder was kenntlich machen könnte, dass du weißt, auf was für einer Stufe du gerade bist, also ob du Noise Cancelling anhast oder halt nicht, wäre schon nice. Und das könnten die einfach mit einem Software-Update hinzufügen, ja. Also dann müsste Apple jetzt nicht gleich wieder eine neue Kopfhörergeneration rausbringen und sagen, hier, guck mal, haben wir verbessert. Ja, also das könnten die ruhig mal in die Software reinmachen und dann wäre fertig. Also allgemein kann ich nur dazu sagen, ich könnte jetzt noch weiter auf den Akku eingehen, aber ich hatte bisher keine Probleme mit dem Akku. Der Akku ist vollkommen ausreichend, ja. Da wird auch keiner Probleme damit haben, denke ich. Aber im Vollen und Ganzen sind sie echt, echt geil. Also es lohnt sich. Zwar könnten sie, wie gesagt, günstiger sein und wenn man da den einen oder anderen Schnapper vielleicht mal machen kann, auf, weiß ich nicht, auf Amazon oder sonstiges, ja, schlagt auf jeden Fall zu, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Also ist nur so mein Tipp an euch, ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja, Leute, so viel auf jeden Fall zu meinem Fazit zu diesen AirPods Pro. Ich glaube, es war jetzt ein bisschen sehr durcheinander, tut mir leid, aber ich wollte diese Geschichte euch mal erzählen, ja. Was für Probleme ich mit den Dingern hatte, aber sie wurden ja auch von Apple sehr gut gelöst. Also es war schon sehr nett von denen. Sage ich jetzt einfach mal nett, ja. Die einfach immer so ohne Probleme weiter auszutauschen, ja. Jetzt habe ich keine Probleme mehr. Ich hoffe, es bleibt auch so. Aber wie gesagt, mein kleiner Rat an euch, habt ihr irgendwelche kleinen Probleme gerade damit, geht mal in den Apple Store. Es kann nämlich echt gut sein, dass ihr auch da irgendwas mit der Firmware hattet. Also meines Erachtens nach war es halt die Firmware. Ich habe nichts getan mit den Dingern. Okay, Leute, falls euch das Video gefallen hat und ich euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Abo, einen Kommentar, habe ich gerade zweimal Kommentar gesagt. Auch wenn ihr wisst, was ich meine, ein Abo, einen Kommentar, ein Like da lassen würde, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr Bock drauf habt. Ich hoffe mal, ihr habt Bock drauf. Also, let's go. Peace.